Schaut nicht nehmen ein, wenn man sieht zwei Junge dicken Tisch. Gläserle Chaim, fahr Freundschaft und fahr Freund, man soll ständig nur munter sein und frisch. Gläserle Chaim, fahr alt und jung, wo sitzen da, fahr jeder besonder, wo seinen Heint mit uns nicht da. Bau, bau, bau! Also mit Providen und Freilachs. Sehr schwer zu glauben, was sind wir seinen gesessen zusammen auf der Öffnungszeremonie. Ist er doch ein ganzer Heudisch. Und in der Bemessung von dem Heudisch hat er der ganz kimat erfüllten Lernsemester öfter viele Jahre. Das ist poschet um zu glauben. Er hat sehr schwer gearbeitet. Und ich bin sehr, sehr stolz von euch und ihr sollt sein sehr stolz von sich allein. Ich weiß, es gewesen nicht poschet mit der Corona, mit dem Hitz und ihr habt es sei wie sei getan. Ich bedanke euch allen, meinen Lehrer und Talmidim und Talmides, für eure Übergegebenheit, euren guten Geist, was ihr habt gebracht. Herr, für euer Zutreu. Ja, ihr habt uns zugetreut mit eurer Zeit, mit eurer Seichel. Ich bedanke euch von ganzem Herzen. Ich bin sehr stolz. Und ihr sollt sich umkehren wieder einmal und wieder einmal das kommende Jahr und bleibt mit uns in Kontakt, bemerke ich dem Lernjahr. Und ich weiß es, wenn ich gerät auf Jiddisch, auf der Öffnungszeremonie, das kann sein, dass halb von den Unternehmern haben gar nicht verstanden. Und ich meine, es eine Sache von euch verstehen eine Sache besser. Aber sei wie sei, will ich öfter übersetzen, ein Teil von meinen Wörtern auf Englisch, um zu sein sicher, dass ihr habt ja verstanden und gehört meine Dankwörter. It's really incredible to think that a whole month has gone by since I stood before you and spoke at our opening ceremony. And in the course of that month, you completed at least a semester's worth of learning, if not a year. Think about that for a second. To do a whole, more than a semester's worth of learning in 4 weeks, that's an incredible accomplishment. And you should all be incredibly proud of yourselves. I'm incredibly proud, and I'm grateful to all of the teachers
and the staff, we'll talk about them later, but none of this happened by accident. And you should come back again and again and make this your home. And it's great. Thank you for trusting us with your time and your love for Yiddin. It's a very great honor that you trusted us with your time and your goodwill. So, a hautzigen Dank, je koyach. Die Onnebret willen kommen, ja? Deige nicht, sei freile. Nu. Wegen sozialer Distanzierung.
am Moschel von Eliezer Steinberg, die Nodel und der Bandel. Bei der Arbeit sitzt der Schneiderl Reb Seindl. Es läuft die Nodel gier, gier, gier. Noch hier schleppt sich noch der lange Bandel. Und die Nodel stecht und bessert sich. Sag mir nur, du schwarzer Schlepper, langer Eck, was sind angeschöpft du mit mir? Weg! Allerlei Faran aponen schlecht. Na, dir nu, wohin ich geh, noch, a Schotten. Sog der Bandel. Nodel, hast du neuer? Herr, was bin ich? A Federmel, nicht mehr. Du bist Stahl und Eisen von spitzer Hicke trocken. Du der Icke, nur in meins Huss halten sich die Sticke. Die Sticke. Mit dem Moschel wollt ihr wissen, was ich mein? Ich will das euch nicht sagen, nein. Soll der Bamwell schleppen sich allein? Bravo! Bravo, bravo! Bravo! In den letzten Wochen haben wir gelernt, alle Tage mit unseren teuren Lehrern Mirjam Trin und David Roske. Haben wir gelernt wegen Autobiografie. Wir haben gelernt Autobiografie von Koti, Abramowitsch, Shalom Aleichem, Dick und Rosia Speiser. Und wir haben gefunden, dass Autobiografie ist ein moderner Genre, weil es hat nicht ein Stimme, aber es ist zwei Stimmen. Es ist zweistimmig! Habt ihr etwas gehört? Das ist ein wieder mal keines in meinem Kopf. Zweistimmig und gewöhnlich ein Stimme ist sächelig, das heißt logisch, kohärent, und die andere Stimme äußerst sächelig. Ihr versteht? Ja. Wir haben nicht verstanden. Weil wir haben nicht verstanden, hat mir seinen sehr, sehr avanciert. Lehrer Roskis hat beschlossen, uns zu geben Heimarbeit. Jeder Student muss schreiben in eine Autobiografie von sich allein. Auf zwei stimmig Eufel. Sächerdige Sätze in einem Blatt und äußerst sächerdig in dem anderen. Heint werden wir für euch verlehnen dem Resultat und der kleine Rabäuser. Für was wir haben beschlossen, als wir soll ständig gehen von der äußerst sächerdigkeit. Von der Gas. Ständig gehen von der äußersten Sekunde gleich. Genau, genau. Die erste kurze Autobiografie ist von Miriam. Das ist schwer. Ja, ja, nimm. Ja. Der Weg zu sich führt durch die Kinderjahre. Nur schön. Ich, ein modernes Kind von Anhieb an. Tato und Mama, beide ein und einzige Kinder. Kein Familie, kein Vetter, kein Mummes, kein Schwesterkinder.
Die Bobbe und die Bobbes und die Seides euch nicht gekannt. Nur schön. Euch getracht, a große Mischpoche von modernen, äußerweltlichen Beschaffenischen in einem Halal. Zu 4 Jahren bemerkt die kleine, verkischifte Zeichen in einem heißgeliebten Meisterbuch, die Eusjes. Angeschrieben mit eigene ausgetrachte Äußers, die ganze Historie von mein äußerweltlicher Sprache auf der Mames besten weißen Tischtuch. Nicht bestraft geworden, a viele bekommen drei schöne Matones. A großen Tobel, a schönem Heft mit leidigen Seiten und dem Sort von die Äußers, von die ärmestigen Äußers. Zu 6 Jahren Arriba geklieben sich vor der Stadt in einem kleinen Dorf, sich bekannt mit den wilden Kindern vom Dorf. Die Dorfschule, eine große Enttäuschung, schön gekannt lernen und erfahr auf sich gezeugen, dem Chaos von den wilden dörfischen Kindern und der Lehrerin. Trotzdem ein schwerer Planter mit der ersten Heimarbeit. Äußer wenig lernen sich auf bäuerische Kochme in Gramm. Abkan und etliche andere Mechabrim mit einem Schmeichel und einem Schreibstil. Die Liebhaber sehr mekane gewähnen, einer dem zweiten, haben gekämpft für meine Liebe mit sehr schön, mit sehr schönen Liedern und Chikaven Meisters. Sachake gehört sehr gute und verhappende Kinderjahren mit Chikawa und Sprache und eifrige Liebhaber. Kein Mann nicht gewinnen nur. Und in der Emerson nicht so im Ordnung. Meine Autobiografie heißt A Leaden in Color Like Fire. Und ich habe gehört, jeden Tag von diesen Studenten, wie er so in die Klasse haben sie begeistert.
Lass mich zusammen patschen, bravo, von Onhebers Yad Biran. Onhebers Abzum, Daniel Dierenbräu. Mitten die Ehres von Jiddisch Handschrift, Eliezer Niborski. Mitten die Ehres Abzum, Sascha Kolian. Mietendickers und Weithalters, Miriam Trien. Unser Literaturseminarler David Roskis. Schmus Shiri Shapira und Sosia Fox. Euch die Lexis und Präsentierungen ganz auf Jiddisch von euren Roman und Yehuda Sirkin, a Kabarettor in die Gassen von Tel Aviv mit Estimissum in Yad Biran, zwei Kochbachstätten mit Eve Jochnowitz, ein Zoom-Seminar mit Mindel Cohn von der Jiddischen Bücherzentral und die Naomi Lexis mit Professor Shmuel Kassow von Avrom Novelstern. Und sof. Ein Dank den Studenten von unserem Forschseminar, was haben gerät wegen sehr akademischer Arbeit mit so viel Klugschaft und Gefühl. Und ein dankbar Hanna Pauline Galay, mein Schottef, in dem Programm. Yeah! Und euch alle, ihr kommt gekriegt heute ein E-Mail von der Haberte und sie hat gemeint, als Rivka, Ruth Rubin. Rivka Reusenblatt hat geschrieben ein Poem mit dem Namen Summer. Und sie ist für unser Summer. Es beugt in die Scheiben der Summer, Zoom Summer, die goldene Bienen, die Bäume mit Saft in die Augen, der Zählen von Green und von Green. Also, sie hat geschrieben, es wegen Zoom Summer, nach acht Jahren. Also, ist für uns. Danke. Thank you so much for joining our team. You jumped on at the last minute and she dove right in with her full heart. Thank you so much. What? I don't even know where to start with you. You're not even looking at me. This is perfect. This morning, I see Talila walking into the office and I shout, Talila! She doesn't hear me, she doesn't see me. Why? Because she has one thing on her mind and one thing only. The success of the Zoomer program. Nothing will get in her way. No rolls, no chit-chat, no waving. She doesn't have time. And this is how it's been for years. And this is where how we got the summer program to where it is. It's very sad for me that this is the end, but I understand. I can take it. You've done amazing, and let's all just give her a standing ovation. The whole summer program runs on Talila's back. It's you, and I thank you. We love you. Oi, and a housekeeping dank, Rafi. Oi. A housekeeping dank, Dani Sega. Você rotou direto unter Facebook Post. Wo bist du, Dani? Und Karel, unser Cinematograph. Und Tom Jochob Emmetzen, oder Emmetzen vergessen, ist entschuldig mir. Hey, du hast schon gesagt. Oh, noch einmal zwei. Zwei Mal, Kitov. Refoe. Es Klezmer Conclusion, yo. Nein, Lera Roskis. Well, okay, die Lokschen fertig Fisch. Entschuldigung. As MC. In Lera Roskis. Ich kenne nicht sagen, was es wird tun. Nein. Der Tate meiner hat geheißen Label. Die Mama hat sehr lieb gehabt zu singen. Und das Lied, was sie hat gesungen dem Taten, hat geheißen Kum Leibke tanzen. Das Lied hat geschrieben ihr beliebster Poet, Mordre Gebirtig. Mistame kennt ihr den Namen Gebirtig, weil er hat euch geschrieben das Lied
es brennt. In mir, Kinder, haben gehört, die Mamen singen das Lied. Und wir haben gemeint, als das Lied ist geschrieben geworden, Le Covid, unser Taten. Wir haben nicht verstanden, als in Kroke, wo gebürtig hat gelebt, ist gewesen noch ein Lebke, euch hat ein Schemefdicker, was hat euch nicht gekannt tanzen. Und in Kroke ist gewesen eine starke, chutzbedicke Freu, was hat ihm sehr, sehr lieb gehabt. Lebke, mein Leben, es wird kein Guts nicht geben. Du bringst mit deiner Gschones mich von Geduld heraus. Du musst dich lernen tanzen, ich schwör bei unser Leben. Elonisch ist bald schon mit uns aus. Möchtest du sein, wer du bist, ein verbrennter Zionist? Ab und auf jetzt, wemmen geht es on. Alle Isten vor der Zeit und euch die a gute Leid müssen lernen tanzen. Charleston, komm, Lebke, tanzen, schäm sich nicht. Ich will dir führen, Tritt bei Tritt. Stell sich mein Lieber an gegenüber und heb zusammen mit mir an. Nimm fest darum, mir Lebke, Kroin. Das weiß ich sicher, kennst du schon. Jetzt lass mir schweben, ach, Sarah leben, wenn's tanzt der Porl Charleston. Lebke, die Männer, sei gründlich zu erkennen. Der beste Thermometer ist, wenn ich tanz mit sei. Welche schön beweibte und welche frei noch sennen. Das der geh ich bald beim ersten Dreh. Wer es ist ein feiner Mann, wer ein Lump, ein Scharlatan. Das der geh ich, wenn's tanzt, noch hebt sich an. Und ein Zinder lebt gekreun, komm sche Gicher tanzen schön. Komm sche tanzen, Charleston. Komm, leib getanzen, schäm sich nicht. Ich will dir führen, Tritt bei Tritt. Stell sich mein Lieber an gegenüber und heb zusammen mit mir an. Nimm es darum, mir leib gekreun. Das weiß ich sicher, kennst du schon. Jetzt lass mir schweben, ach, Sarah, leben. Wenn's tanzt der Porl Charleston.